Vegan, unser Jahresrückblick auf dieses Jahr. Bleibt dran, wir haben euch einiges zu erzählen. Hallihallo, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Ja, wir wollten mit euch heute mal ein bisschen plaudern, wie das wie das Jahr 2017 denn so für uns war, was so alles passiert ist und was wir so gemacht haben und wie wir denken, wie sich die Welt vielleicht ein bisschen verändert hat. Aber ja, zuerst wollten wir euch nochmal einen Tipp geben, falls ihr noch nicht vegan seid oder öfters gehend, dann müsst ihr unbedingt mehr schlafen, dann fällt euch das leichter. Nein, Quatsch, es gibt einen Vegan für Einsteiger-Kongress ab dem 7. Januar, da haben wir letztens schon mal mitgemacht, den gab es auch schon mal, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so. Der wird jetzt nochmal wiederholt, 40 Experten treten da auf, die Teilnahme ist kostenlos. Ich verlinke euch mal den Link zu dem Vegan für Einsteiger-Kongress unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich habe so einen Kurzlink gemacht, rohe-energie.com/Kongress. Da kommt ihr auf die Seite, könnt euch da anmelden und dann könnt ihr über, glaube ich, eine Woche oder 10 Tage könnt ihr jeden Tag kostenlos Interviews mit so 40 Experten euch angucken. Sehr hilfreich für Leute, die jetzt umsteigen wollen. Da werden die Leute, auch wir, darüber erzählen, was denn so vielleicht schwierig war oder Tipps geben und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ja? Das als erstes. So. Dann wollten wir darüber reden, was ist uns so aufgefallen? Warum guckst du mich so an? Guck ich dich an. Also habe ich falsch gemacht? Nein, alles gut. Was ist uns so aufgefallen im letzten Jahr? Hat sich denn generell was verändert? Ich kann mal das erstmal sagen, so in der Welt, im Normalleben, ist denn irgendwas anders geworden bezüglich vegan? Puh, ich habe ja nicht so viel Kontakt zur Außenwelt. Also, ich finde, es hat sich... Es ist schon so, dass es noch breiter ist, aber also ich kann es jetzt nicht im Speziellen für mich mit meinen Kontakten sagen. Ja, also ich kann sagen, dass es, glaube ich, so um 100% besser geworden ist bezüglich der Akzeptanz. Man wird jetzt nicht mehr, wird nicht der Kopf geschüttelt und so, sondern öfters wird halt darauf Rücksicht genommen. Beispiel, Anfang 2017 war ich auf einem Workshop in Köln von YouTube. Das war, glaube ich, Anfang 2017. Mhm. Da gab es fast nichts Veganes. Dann war nochmal ein Workshop in Köln, so 3 Monate später, glaube ich, 2-3 Monate später. Und dann war 80% der Gerichte waren vegan. Als ich jetzt in Berlin auf der YouTube-Weihnachtsfeier war, was mir sehr gut gefallen hat, gab es auch 50-60% aller Gerichte waren vegan. Alles vegan deklariert und so, das fand ich super. Und das hat sich jetzt so nochmal deutlich erweitert. Auch wie Lidl, da hatten wir auch dieses Jahr ein Video drüber, hatte es ja so eine Art vegane Woche mit veganen Käse, veganen Aufstrichen, irgendwelchen anderen Sachen noch, vegane Maultaschen und so. Genau, ja. Und auf den Produkten steht es auch immer mehr drauf, sodass die Leute, denen das immer mehr dieser Begriff bewusst wird, dass sie sagen, ey gut, laktosefrei habe ich schon mal gehört, aber vegan gibt es anscheinend auch, da muss man halt... Meine Tochter, die ist ja auch vegan, da kaufe ich mal was da irgendwie auf der Packung steht. Genau. Ja, ist wirklich so. Also meine Mutter hat uns dann nämlich auch Lebkuchen mitgebracht, weil vegan drauf stand. Ja. Also ich glaube, diese Deklarierung ist gar nicht nur für uns Veganer wichtig, sondern ich glaube, die ist fast wichtiger für Leute, die nicht vegan sind, aber den Veganern mal was mitbringen wollen, weil dann steht ja vegan drauf und dann müssen sie nicht in die Packungsbeilage oder wieder Zutatenliste wissen legen. Wissen die ja oft gar nicht. Vor allem, ich finde es aber auch total praktisch für einen selber. Ne? Ja, klar. Dass man sagt, jetzt brauche ich da nicht 10.000 Sachen lesen. Ja. Vor allem habe ich halt auch selten Zeit beim Einkaufen und deswegen entdecke ich auch da nicht so viel Neues, weil ich halt nicht da immer gucken kann und meine Tochter räumt nebenher wieder den Einkaufswagen aus. Ja, das ist sehr unpraktisch. Was mir aber auch noch gerade eingefallen ist, was mir aufgefallen ist im letzten Jahr und gut, das ist natürlich immer mit Versatz von Amerika hierher. Wir gucken ja sehr viele Serien. Und es kommt immer mehr so dieses, ja, der ist doch auch Veganer oder sowas, ne? Und dass das immer mehr auch in den Serien einen Platz findet. Und zwar nicht, dass die Leute sich darüber lustig machen, sondern dass es einfach wirklich, ja, einfach so, ja, der ist halt blond oder der ist halt stark oder der, was weiß ich was, ne? Dass das einfach so akzeptiert wird ohne. Bestes Beispiel bei The Mentalist in der letzten Staffel. Gehen die zu so einem Familiengrillen und er meint so, ja, ich habe auch Burger, ich habe aber auch diese Sojawürstchen, habe ich auch. Und das fand ich gut, dass man einfach so, ach, da wird wenigstens drauf Rücksicht genommen, dass es Leute gibt, die kein Fleisch essen. Genau. Und das in so einer Mainstream-Serie, wenn das da auch ein bisschen Einzug erfährt, finde ich auch sehr gut. Ja. Ja, aber das ist generell, also immer wieder in Serien wird es dann halt auch mal
am Rande dann auch erwähnt, ja. Also nur am Rande, aber immerhin fängt es eben an, ja auch in die breite Masse sich ja fortzubewegen. Genau. Bezüglich YouTube zum Beispiel, es gibt sehr viele neue veganen YouTube-Kanäle, viele Leute fangen an, finde ich super, jeder weitere Kanal ist sehr gut. Gab natürlich auch so ein paar Trends dagegen, gibt auch viele Kanäle, die jetzt auch wieder, was war so der Trend des Jahres, wahrscheinlich so diese ketogene Ernährung, das kommt, schwappt jetzt so von Amerika rüber, das heißt, wenn man sich nur mit Fett ernährt sozusagen, keine Kohlenhydrate isst, bin ich nicht mehr fett von. Ich faste ja auch hin und wieder mal, das ist ja auch eine ketogene Ernährung, weil man dann sich von seinem eigenen Fett ernährt, das ist aber dann auch völlig okay, muss ich mich nicht von dem Fett anderer Tiere nehmen. Es gibt auch eine ketogene Ernährung, gibt es ja. Ein, zwei Zuschauer, die das hier machen, wenn das für euch funktioniert, alles prima, ja. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, ja, hat sich in dem Jahr auf YouTube nicht viel getan, so bezüglich irgendwelcher großen Impacts im veganen Bereich. Was mir aufgefallen ist, dass jetzt YouTube sehr selektiert Sachen anzeigt, ja, dass man halt, früher wurden mir ganz viele so diese amerikanischen Kanäle angezeigt, weil es halt wenig Deutsche gab. Jetzt werden mir eigentlich nur noch deutsche Kanäle gezeigt, also so von gewissen YouTubern, die ich nicht mehr abonniert habe, habe ich auch seit Jahren nichts mehr von YouTube vorgeschlagen bekommen, weil YouTube wirklich jetzt nur noch das zeigt, was man wirklich sehen will sozusagen. Sie tun ja so, als wüssten sie es besser. Aber es haut ja manchmal auch ganz gut hin, dass man sagt, ich lasse es einfach laufen, dann kommen wirklich lauter Videos, die man sehen will. Also diese künstliche Intelligenz ist in dem Bereich ganz gut. Was wirklich schwierig ist, ich kann mir das auch nochmal kurz ansprechen, viele Kanäle sind dieses Jahr kaputt gegangen auf YouTube, keine veganen Kanäle. Gerade in Amerika sind einige Leute komplett pleite, mussten ihre Firmen zumachen, weil es gab so eine Art ja, Werbeskandal Anfang des Jahres auf YouTube, dass Videos, die so terroristische Inhalte hatten plötzlich Werbung davor geschaltet bekommen von der Industrie sozusagen. Dann ist die Industrie auf die Barrikaden gegangen und gesagt, wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, dann ziehen wir euch irgendwie Milliarden an Werbegeldern weg. Haben das auch dann teilweise eingefroren. YouTube hatte da große Probleme und hat das dann aber alles auf die Creator sozusagen abgewälzt, hat viele Leute entmonetarisiert oder die Einnahmen gingen um 75% zurück. Mittlerweile ist es so, dass viele Videos auch von uns, die wir hochspielen, nicht werbefreundlich sind. Ich schreibe irgendwie, bestes Beispiel, hatte ich auch mit YouTube drüber gesprochen, ist Marmelade vegan? Ich spiele es hoch, 5 Minuten später steht da, ist nicht werbefreundlich. Ja, dann frage ich natürlich, was ist daran nicht werbefreundlich? Ja, ist es der Begriff vegan? Ist es der Begriff Marmelade? Ist es das Rot im Thumbnail, im kleinen Bildchen? Ist es irgendwas, was wir im Video gesagt haben? Es kann alles sein. Ja, und die können es selber gar nicht sagen. Die haben so einen Algorithmus erschaffen, eine künstliche Intelligenz, deren Aufgabe es ist, nur die Watchtime, also die Dauer, die Leute gucken, zu erhöhen. Und alles, was dazwischen drin hängt, ist diesem Algorithmus egal. Ja. Und es gibt ganz viele große YouTuber, zum Beispiel auch der Alexi Bexi, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der wollte so jeden Tag ein Türchen aufmachen auf seinem Adventskalender und hat das so reingerechnet, was er mit Werbung einnimmt, um die Geschenke zu kaufen. Mhm. Und der dann nach ein paar Tagen gesagt, ich muss das Ding hier beenden, weil alle meine Türchen hier entmonetarisiert werden. Ich lege dann also quasi bei jedem Video oder bei jedem Geschenk drauf. Und der ist dann abgebrochen. Der hat 1, irgendwas Millionen Aufrufe und selbst der hat keinen Einfluss darauf, was da passiert. Also das ist eine sehr bedenkliche Sache, das grenzt auch schon an, ganz kurz, ich muss das zu Ende bringen, das grenzt schon an Zensur, weil viele Sachen kann man nicht mehr sagen. Ich halte mich jetzt auch mit Schimpfworten sehr zurück in den Videos, ich sage nicht mehr oder piept. Ja, und piepen darf man auch nicht, weil der Algorithmus dann sagt, wer piept, der ist nicht werbefreundlich. Genau. Und ich kann auch gewisse Titel nicht mehr machen, wenn ich zu oft was groß schreibe, wenn ich irgendwelche Emojis oben reinmache in den Titel. Da muss ich rumbasteln, damit wir da überhaupt noch mit YouTube-Werbung Geld verdienen. Ja? Ich will mich nicht beschweren, YouTube ist toll und so, aber das ist ein Riesenproblem. Und einige Kanäle in den USA mussten komplett dicht machen, weil die mit ihrem Inhalt einfach nicht mehr da reinpassen. Also das hat dann nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist halt so, ihr könnt ja zwar noch Videos machen, aber ihr verdient halt kein Geld mehr damit. So, und das ist natürlich ganz bedenklich. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ne? Es gibt leider keine Alternative zu YouTube, ja, was gut wäre, um halt einfach diesen Markt da wieder ein bisschen zu reglementieren. Ja. Ja. Hätte YouTube richtig
Eier gehabt, das kann man sagen, Eier, Weihnacht, Ostereier. Schoko-Eier. Dann hätten die gesagt, ey gut, dann schaltet ihr halt keine Werbung. So, und dann wären die auch irgendwann eingebrochen. Aber YouTube hat so einen großen Kostenapparat, man denkt immer so, ach, ich gucke das ja, das ist ja schön umsonst und so. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele, ich glaube, es sind Milliarden Minuten irgendwie, die am Tag, die in der Minute geguckt werden, parallel. Und es werden so und so viele Millionen Minuten hochgespielt, jede Minute. Und das muss ja irgendwo in Serverfarm laufen und da muss Strom für bezahlt werden, müssen Gebäude gebaut werden und so. Also das sind wahnsinnige Kosten. Und wenn das ja, ein und bisschen, auch Angestellte. Ich meine, ja, natürlich, das auch. Ja. Ein großer Kostenfaktor. Ja, wobei da, glaube ich, das Kleinste ist. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, also eigentlich normalerweise in jeder Firma sind normalerweise die Angestellten das Teuerste. Bei YouTube ja, die haben das sehr klein. Ja. Ja. Also sie haben allein das europäische Team, das sind vielleicht sagen wir mal 20, 30 Leute, die halt die ganzen YouTuber Europa betreuen sozusagen. Ja. Und der Kostenapparat da drüben. Also das sind so Sachen, das wollte ich nur mal so von dieser geschäftlichen Seite aus sagen, müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, wohin das führt. Und weil ist auch die Werbeindustrie einfach, will das im Griff haben sozusagen hier, ja. Wenn du überlegst, guckst du abends, ich habe letztens im Hotel abends Fernsehen geguckt und da habe ich einen Film gesehen, da haben die, ich glaube, 50.000 Mal Schimpfwörter gesagt und haben Sachen gemacht, ey, das war nicht mehr lustig, es war so ein lustiger Film und die ganze Zeit Werbung, 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 Werbung für Cola, für das, für dies, für den Käse so und so, für das Kleidchen und das Auto, da ist es ihnen auch egal, ne? Nur bei YouTube soll jetzt alles irgendwie, ja, werbekonform sein und das, das gibt uns so ein bisschen zu denken, ja? Mal gucken, nur das als kleiner Zwischending, weil es ist ja ein Jahresrückblick, das war wirklich sowas, wo man sagen kann, das ist ein bisschen gefährlich geworden, du ja, wolltest nervt halt auch einfach, ja, und vor allem ist es halt auch so, dass es dass man eine bestimmte Größe braucht, also man, wenn das Video dann halt nicht, also nicht werbefreundlich geschaltet ist und man damit keine Werbung verdient, kann man dann aber halt einen Antrag stellen, dass es nochmal geprüft wird. Das kann man aber erst, wenn man eine bestimmte Anzahl an Abonnenten hat. Das heißt, wenn man ein kleiner Kanal ist, hat man gar nicht mehr die Chance, damit überhaupt auch Geld zu verdienen oder dann halt auch zu wachsen, weil man ja auch dann auch nicht angezeigt genau, wird. Genau, nee, es geht so, wenn man muss 1000 Views innerhalb von 7 Tagen generieren oder erst wenn 1000 Views generiert sind, Aufrufe, gucken die überhaupt, ob sie es angucken egal, können. Egal, ob groß oder klein. Ich glaube, kleine haben gar nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Ach so, okay. Das haben die geändert. Ein Freund von uns, der live, ich kann ja mal seinen Kanal unten verlinken, live und in Fahrweise, guckt da mal rein. Der hatte jetzt große Probleme, der braucht so und so viel Views insgesamt, damit überhaupt Werbung drauf schalten kann. Der Witz ist, wenn keine Werbung drauf läuft, deswegen manche Leute fragen ja, warum schaltet überhaupt Werbung oder so wenige? Es wird nicht verbreitet. Warum soll YouTube diese Sachen empfehlen, anzeigen, allen Abonnenten anzeigen, wenn man keine Werbung drauf schaltet, weil sie verdienen damit kein Geld. Und wenn sie damit kein Geld verdienen, können die ihre Kosten nicht decken. Genau, also bei uns ist das jetzt gar nicht so, dass das jetzt für uns die Werbung jetzt hier eine große Werbeeinnahme ist oder so, sondern es geht wirklich darum, dass wenn wir Werbung vor und in dem Video schalten, dass es halt besser verbreitet wird. Ja, ja genau. Und wir dann halt mehr Abonnenten dadurch, oder dass es halt auch mehr Leute sehen, dass es auch euch angezeigt wird, weil es ist ja auch nicht so, dass wenn man einen Kanal abonniert, automatisch die Videos angezeigt bekommt. Ja, also es ist ja auch alles ein bisschen komisch mit diesem Algorithmus. Ja. Und das finde ich halt einfach so blöd, ja, dass wenn man jetzt erst klein anfängt, dass man eigentlich gar keine Chance hat, verbreitet zu werden, ja. Also das ist, finde ich halt auch. Naja, oder macht halt irgendwelche Inhalte, die so irgendwie viral gehen, dass man dann doch Glück hat, ne? Ja. Wenn man dann irgendwie eine große Community auf Instagram hätte oder sowas. Ja, ja. Wobei da genau das gleiche Problem ist, ja. Gut, genau. Das war es jetzt aber zu. Genau, aber das finde ich immer ganz wichtig, so am Ende des Jahres. So, das ist sowas, was mir wirklich zu denken macht. Ja, wir haben noch keine Angst, läuft dann noch alles gut. Aber es ist sowas, wo man denkt, ja, die Meinungsfreiheit wird dann doch schon ganz schön beschnitten. Ne? Dann wollten wir mal gucken, unsere Top 3 Videos dieses Jahr. Da hatte ich so ein Tool, das uns das angezeigt hat. Der dritte Platz war Vitamin D-Dosierung, eine Anleitung für alle. Das hatte über 50.000 Views. Ja? Und Platz 2 war ein Interview mit dem Dr. Raimund von Helden. Hat ja mehrere Interviews dieses Jahr mit ihm gemacht. Ich glaube 4 Stück oder sogar 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das waren 76.000 Views. Und unser Platz 1 aller Videos dieses Jahr. Und ich sage, das erfolgreichste Video bei uns im Kanal aller Zeiten ist
Darmreinigung, Einlauf selber machen, eine ausführliche Anleitung. Und der Witz ist, dass das ganz viele Leute sich angucken, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben und zu tun haben wollten. Und eben gerade habe ich einen Kommentar wieder gelesen, den ich jeder zweite Kommentar ist, wieso gucke ich mir das an? Und ist es nachts um drei? Wieso wird mir dieses Video angezeigt? Und so, es ist irgendwie so eine Schleife gekommen, dass Leute, die ganze Nacht irgendwie YouTube gucken, irgendwann kommt dieses Video. Nachdem man das wahrscheinlich der Rausschmeißer. So, jetzt geh mal ins Bett, es reicht jetzt. Ja, ist gut. Ganz wichtiges Video, viele Leute haben auch geschrieben, das wäre sehr hilfreich, so eines der komplexesten Videos, wie man sich einen Einlauf macht. Ich habe das aber alles verpixelt und so und ich habe da auch nichts, also es wird einem nicht schlecht oder so. Das wird nur so erklärt, wie man das so macht oder wie ich das so mache. Und ich glaube, es ist sehr hilfreich für Leute, auch einfach mal die Angst zu verlieren vor diesen Dingen. Ja. Ich habe das gemacht, weil zwei Freunde von mir auch so eine Saftfastenkur gemacht haben und die nicht wussten, wie geht denn das? Und die haben mich dann gefragt und gesagt, komm, ich mache euch ein Video, dann könnt ihr euch das angucken und jetzt ist jetzt das erfolgreichste Video. Verschafft uns aber keinerlei Abonnenten, weil aufgrund des Videos haben, glaube ich, nur 100 Leute abonniert, obwohl es fast 600.000 Leute geguckt haben. Also Leute gucken das so als hauptsächlich so als, was ist denn das und so, ich kann ja gar nicht hingucken, aber ich gucke es mir trotzdem zu Ende. Ist ein Autounfall. Ja, genau. Also Statistik ganz kurz. Wir haben jetzt über 60.000 Abonnenten. Vielen Dank auch für alle, die hier zugucken. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Helft uns sehr und es macht voll Spaß mit euch. Wir haben 12.800 Abonnenten dieses Jahr dazu gewonnen. Das bedeutet jeden Monat so ungefähr 1.000 neue Abonnenten. Wir haben jetzt 12,5 Millionen Views im Kanal. Also 12,5 Millionen Mal sind unsere Videos angeklickt worden. Das waren jetzt 4 Millionen dieses Jahr, also deutlich mehr im Verhältnis als die Jahre davor. Und wir haben 145 Videos hochgeladen. Insgesamt sind es jetzt 686 Uploads hier im Kanal. Also haben wir jetzt schon über 600 Videos gemacht, was schon eine ganz schöne Leistung ist. In den letzten, wie viel waren sie? Sind fast 5 Jahre, nicht ganz. Im März nächsten Jahr sind es fünf Jahre, genau. Und macht immer noch mega Spaß, ja. Wir müssen halt immer gucken, dass es irgendwie zeitlich hinpasst. Ich würde es auch gerne noch ein bisschen aufwendiger machen, irgendwie mit mehr Vorbereitung und so. Aber wir haben drei Kinder, wir haben beide noch eine normale Arbeit und wir müssen halt immer gucken. Wir haben jetzt, der Opa ist gerade vorbeigekommen, um mal Hallo zu sagen. Der passt jetzt schnell auf die Kinder auf, so können wir dieses Video jetzt in Ruhe sowieso nur drehen, ja. Vielen Dank an Opa. Gut, dann war das zu dem Thema. Und dann haben wir noch ein Paket zugeschickt bekommen. Das war schon vor Weihnachten, glaube ich. Kann das sein? Ja. Und das wollen wir mal auspacken. Ich weiß schon, was drin ist, weil wir schon mal reingeguckt haben. Nicht, dass irgendwas da ist. Und zwar gebe ich dir mal das Buch. Und hier war noch eine Karte dabei, die habe ich vorhin erst gesehen. Hier und zwar steht drauf, rohe Energie. Ich lese mal vor. Ach, süß, hat er gemalt. Hey, ihr beiden, nur falls es in diesem Leben doch noch einmal einen rohen Versuch geben sollte. Etwas Starthilfe für eine preisgünstige Rohkost, euer Christian. Ich bräuchte eine zeitgünstige. Schreibt doch mal irgendjemand ein Buch über eine zeitgünstige Rohkost. Ja gut, das ist halt eine ja, der Christian von dem Kanal Raw Spirit hat dieses Buch geschrieben. Das heißt? Rohkost vor Low Cost. Ja? Also weil Rohkost ist ja einfach immer so, werden wir ja zum Beispiel auch von Normalköstlern ja auch gefragt, ja, aber vegan ist doch total teuer. Ja? Und die Rohkost natürlich wird dann natürlich noch mehr, dass das sehr teuer ist und dass man dafür viel Geld ausgeben muss. Und der Christian hat jetzt ein Buch geschrieben, wie man sich gut optimal versorgen kann mit Rohkost und das für wenig Geld. Genau, und hat auch die ganzen Nährwerte hier drin, also sehr geil, weil er halt da wirklich ein Auge drauf hat, dass er die optimalen Nährwerte gibt. Er nimmt hier nicht so viele Kalorien auf, dafür aber die perfekte Nährwertzusammenstellung. Das ist eine richtig klasse Sache. Und wenn euch das interessiert, ich verlinke euch das Buch mal, wenn ich den Link finde, finde ich bestimmt, unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal auf seiner Webseite oder so, oder wo er auch das anbietet, mal angucken. Ich glaube, das ist sehr hilfreich und so wie ich ihn so Christian kenne, wird das auch nicht sehr teuer sein. Also auch für Leute. Nee, das steht nicht hinten drauf. Nee. Aber hier steht drauf mit 50 Euro im Monat. Genau. Ah, das ist
Das ist schon eine Ansage. Das ist schon wenig, ja. Genau, und er hat ja öfters auch Experimente gemacht, wirklich auf Hartz-IV-Niveau oder darunter sich gesund zu ernähren, optimal zu ernähren. Und er hat das raus. Also wenn ihr da Ambitionen habt in dem Bereich, dann guckt mal bei ihm rein. Ich kann euch auch nochmal seinen Kanal und auch das Buch mal unten verlinken. So. Ja gut, jetzt habe ich wahrscheinlich so viel gelabert, weil ich das, ja, okay, 20 Minuten. Dann, ist doch ganz schön hier für Silvester oder für Anfang des neuen Jahres. Ja. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich ein paar Tage ein bisschen ausruhen. Wir werden aber vielleicht da, wo wir uns ausruhen, auch noch ein, zwei Videos machen. Müssen wir spontan entscheiden, ob wir mal wirklich einen Stecker ziehen oder ob wir doch Lust haben, mal ein Videochen zu machen. Ja, aber jetzt müssen wir erst nochmal Gas geben, damit wir uns dann nämlich auch ausruhen können. So ist das nämlich bei uns immer. Richtig, ich muss auch noch ein paar Sachen vorarbeiten und du musst noch alles packen. Und genau. Das wird noch ganz schön Spaß, bis wir dann morgen wegkommen. Ja, aber der Opa ist ja da. Der Opa ist ja da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und gebt uns natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Ja, und wir wünschen euch einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr oder ein schönes neues Jahr, wenn ihr schon angekommen seid. Genau, und guckt gerne die Videos an, Vegan für Einsteiger, den Kongress, falls ihr jetzt umsteigen wollt. Guckt aber auch gerne unsere alten Videos, wenn ihr noch andere Inspirationen braucht fürs Essen, wenn ihr schon jetzt, vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate dabei seid. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr, viel Glück und dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen.